Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf GonUp. Wir schauen uns jetzt das Info-Display-Erweiterungsskript an, Version 1.0. Das Ganze kommt wieder vom lieben Arim. Jo, gibt es, weil das Skript logischerweise nur für PC und Mac einmal aktivieren und ihr habt's drinne. So, was macht das Info-Display-Erweiterungsskript nun? Nun ist, wie der Name sagt, es erweitert euer Info-Display. In dem Fall jetzt hier speziell für Lager und Produktionen. Und das ist, so simpel ist, wie es sich anhört, wieder eine tolle Erweiterung. Und zwar, wenn wir an eine Produktionsstätte gehen, beispielsweise hier eine Getreidemühle, die ihr platzieren könnt, und wir gehen mal hier ins Produktionsmenü rein, dann werdet ihr jetzt euch sagen, sieht ja erstmal alles normal aus, aber wie ihr seht, haben wir jetzt hier Zahlen, die euch anzeigen, wie viel hier maximal reingeht und was halt, also der aktuelle Stand ist, ne? 255.000 von 270.000. Normalerweise steht da einfach nur da, was drin ist und das war's, sodass man sich die Endkapazität immer wieder selber mit hinzudichten konnte oder man in der XML nachgucken musste, whatever. Jetzt wird uns das einfach angezeigt. Und ja, 270.000 passen überall rein, 30.000 Liter Mehl können da maximal gehalten werden. Das ist soweit alles korrekt. Also, das ist die eine Funktion. Die andere Funktion ist, wenn wir uns, da muss ich mal kurz hier das Ding ausmachen, weil das übel laut ist. Wenn wir uns hier nähern, dann sehen wir jetzt hier unten auch Getreidemühle. Und da haben wir dann einmal noch die aktiven Lagerbestände. Die werden dort auch uns angezeigt. Wenn ich das Ding hier anmache, dann sehen wir hier auch noch, welche Produktion aktiv arbeiten. Ne, soweit so klar. Bei den Silos ist das ähnlich. Sprich, wenn ich jetzt hier einfach ein Silo platziere, was weiß ich, so ein Teil hier, bam, bang. Da ist jetzt natürlich in dem Falle nichts drin, ist klar. Aber auch hier sehen wir benutzte Kapazität, 0 Liter, Gesamtkapazität 16 Millionen Liter. Und dann wird mir dann dementsprechend auch dort angezeigt, ne, was halt noch Phase ist. Also für Silos geht's und für Produktionen geht das. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für Produktion finde ich das hier noch mit am sinnvollsten, weil das hat mir immer gefehlt, ne, dass einfach da steht, wie viel. Ich weiß nicht, warum das nicht im Standardspiel so mit dabei ist, aber gut, werden ihre Gründe haben. Arim hat es uns jetzt so gemacht und das ist Tobi und das ist schön. Ja, und mehr macht das Skript am Ende des Tages aktuell auch noch nicht, aber reicht auch vollkommen aus. Süß und winzig, 13 Kilobyte, Multiplayer, Singleplayer, also auch ein Dedicated Multiplayer, sollte es keine Probleme geben, wird ebenfalls nichts explizit dazu geschrieben. Ja, wenn wir uns den Log anschauen, sehen wir, ist sauber, wird nichts weiter reingeschrieben, also könnt ihr euch auch bedenkenlos downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssikowski, tschüss.